Hallo ihr Lieben, heute gibt es was mit Rote Beete, ein paar habe ich schon rausgezogen und ein paar brauchen wir aber noch und deswegen zupfe ich jetzt erst hier noch mal ein paar schöne große. Die kleinen können ruhig noch ein bisschen weiter wachsen, aber hier die großen, die holen wir jetzt schon mal mit. Und das ist ja die Sorte Zylindra, die bildet keine runden, sondern längliche, da kann man nämlich schöner Scheiben schneiden, deswegen liebe ich die. So, ein paar holen wir noch. Ja, da sind noch zwei schöne große. Einmal. Erde darf da bleiben. Und da hinten hatte ich noch eine schöne große gesehen. Ja. So. Das reicht fürs Erste. Aber wir brauchen noch ein bisschen was. Das heißt, ich brauche noch Petersilie. Dann geht ihr am besten mal mit ins Tomatenhaus. Ach so, im Übrigen, wenn wir schon gerade hier an dem leeren Beet vorbeigehen. Hier waren ja meine Buschbohnen drin, ne? Und wie ihr seht, hier keimt jetzt schon der Spinat, den ich eingesät habe. Ich habe die schönen feuchten Tage genutzt, um den Spinat schon auszubringen. So, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Petersilie. Die nehmen wir uns auch gleich mit. Und wenn wir schon hier stehen, dann könnt ihr euch gleich auch mal anschauen, was hier in meinem Tomatenhaus so los ist. Ich hatte jetzt auch das Problem mit der Kraut- und Braunfäule, habe massiv Blattmaterial entfernt und mit Natronwasser behandelt. So wie es aussieht, habe ich es in den Griff bekommen. Und wie ihr seht, sind hier jede Menge Tomaten jetzt am Reifen. Und demnächst wird es was mit Tomaten geben. Nur so als kleine Vorankündigung. Aber jetzt gehen wir erstmal mit den Rote Beete in die Küche. Die putze ich jetzt und dann sehen wir uns gleich in der Küche wieder. Bis gleich. So, ich habe hier die Rote Beete schon mal von dem Laub befreit. Und die Stängel, die wird es heute Abend in der Gemüsepfanne, also als Gemüse geben. Die tue ich auf die Seite. Was an Blättchen noch schön ist, kommt mit rein. Das, was nicht mehr so schön ist, kommt dann später auf den Kompost. Aber die Schüssel stellen wir jetzt mal nach hinten, dass wir hier Platz haben. So. Ich habe die ordentlich mit einer Bürste, ich zeige sie gerade mal, ich habe nämlich extra so eine Gemüsebürste. Damit schrubbe ich immer quasi mein Gemüse, wenn ich das von Erde befreien will, unter fließendem Wasser. Und das ist jetzt das Ergebnis und ich möchte ja ein bisschen was mit Rote Beete machen. Im letzten Jahr haben wir süß-sauer eingekocht, das verlinken wir euch hier oben. Und ich würde aber auch gerne im Winter Suppe bzw. auch Salat essen können, wenn ich keine mehr im Beet habe. Und einwecken nur mit Salzwasser geht bei Rote Beete nicht. Dafür bräuchten wir ganz andere Temperaturen, die wir im Haushalt so nicht erreichen. Das würde definitiv verderben. Deswegen gibt es nur ein paar andere Möglichkeiten, das zu konservieren. Und das machen wir heute. Zum einen wollen wir dörren. Ich zeige euch dann gerade mal, wie das ausschaut. Also das sieht dann später so aus, in Rohkostqualität gedörrt. Und dann wollen wir aber auch noch was einfrieren, damit wir die auch als Salat nutzen können. Dafür müssen wir ein bisschen vorarbeiten. So, ich habe mir hier schon mal einen Topf geholt. In den Topf mache ich jetzt erstmal die großen Rote Beete rein. Hier oben das Grünzeug nur abgedreht, die Wurzel, alles bleibt dran, damit die nicht ausbluten beim Kochen. Dann mache ich da gerade Wasser drauf und dann können die schon mal kochen, damit wir dann auch nahtlos weitermachen können. So, jetzt müssen wir, wenn wir die dörren wollen, die Knollen ein bisschen bearbeiten. Hier das Unschöne und hier oben den Ansatz, den nehmen wir weg, das schäle ich ganz dünn. Und wer mit Rote Beete arbeitet, am besten mit Handschuhen, weil das geht sauschlecht wieder von den Finger. Hier unten die Wurzel und hier das feine Wurzelzeug, das schneide ich auch gerade so oberflächlich ein bisschen weg. Und auch hier oben wieder den Ansatz. Und das, was so ein bisschen aus der Erde rausgeguckt hat, sieht immer ein bisschen komisch aus. Das schneide ich auch ganz dünn mit weg. Ich möchte ja die Schale, da ist ja auch viel Inhalt mit drin, dabei haben. Deswegen mache ich mir die Mühe und mache das hier nur so hauchdünn, die feinen Wurzeln weg. Und hier oben auch. Ich zeige euch nachher, wenn die Rote Beete gekocht sind, zum einen, wie man sie dann einfrieren kann und zum anderen, was ich daraus für einen leckeren Salat zauber.
Ich habe als Kind eine Zeit lang auch in Südfrankreich gelebt und da habe ich diesen Rote-Bete-Salat kennen und lieben gelernt. Und ja, den zeige ich euch dann noch, wenn die Rote Beete gekocht sind, weil das ist echt lecker. Zumindest für alle, die Knobi lieben. So, und dann schnappen wir uns den V-Hobel und gleich den Dörrautomat. Und ich mache hier immer Scheiben. Die Dicke kann ja jeder selber bestimmen. Vorsicht auf die Finger, ich habe immer ein Talent. So, und die letzte noch. Aus der gedörrten Rote Beete mache ich dann später auch zwei verschiedene Sachen. Erkläre ich euch gleich. Wir wollen erst nochmal den Dörrautomaten hier befüllen. Wenn man mal rausguckt, sieht man ja, irgendwie ist schon total herbstlich. Und bei Herbst fällt mir immer Halloween ein. Und wenn man an Halloween ein bisschen was Schönes auf den Tisch tun will, ein bisschen was Gruseliges, dafür eignet sich zum Beispiel auch gedörrte Rote Beete. Ich mahle nämlich einen Teil davon zu Pulver und dieses Pulver kann ich zum einen natürlich in Smoothies reinmachen, aber auch in Suppen oder aber wenn ich ein Spätzle oder ein Knöpfleteig mache, das Rote Beete Pulver in dem Wasser auflösen und dann entsprechend den Spätzle, Knöpfle oder Nudelteig oder Gnocchi-Teig damit richtig rot einfärben. Und gerade zu Halloween sowas Feines ist toll. Aber auch ja, hausgemachte Ravioli mit einer Ziegenkäse-Thymian-Füllung und dann Rote Beete als Geschmack im Ravioli-Teig ist was Feines. Das Erdige und der Ziegenfrischkäse, das ist was ganz Leckeres. So. Und dann wieder da rein. So, das heißt, hier kommt jetzt nur noch der Deckel drauf und dann lasse ich das Ganze ja so 8 bis 12 Stunden dörren. Wichtig ist beim Dörren, es darf keine Restfeuchte mehr drin sein. Ich zeige euch hier jetzt gerade mal die, die ich schon gedörrt habe. Hört ihr das? Das muss krachen. Wenn da ein etwas dickeres Stück dabei ist, das vielleicht ja, noch ein bisschen gummiartig ist. Das kann dafür sorgen, dass alle anderen auch wieder weich werden und wo Feuchtigkeit ist, kann dann auch Schimmel oder anderes wachsen. Deswegen beim Dörren immer darauf achten, es muss richtig krachtrocken sein. Und wenn man die Scheiben, die waren genauso groß wie die hier, in Wasser legt, ich habe das jetzt gestern Abend mal mit einer Scheibe gemacht und zeige sie euch mal. Die sieht wieder aus wie frisch, eine rohe Scheibe. Das heißt, hiermit kann ich jetzt entweder, wenn ich sie rehydriert habe, ein Ofengemüse mitmachen, einen schönen Auflauf, oder aber ich kann auch eine Suppe damit kochen. Von daher ist das eine Möglichkeit, mit einmaliger Stromzufuhr das haltbar zu machen und im Winter nutzen zu können, ohne dass ich Gläser dafür blockiere, ohne dass ich die Truhe dafür blockiere. Für Salat finde ich sie jetzt nicht mehr so toll, aber zum Kochen, Braten sind sie ideal, wenn man sie wieder rehydriert hat. Und abbeißen genauso knackig wie die hier auch. Kein Geschmacksverlust, ganz im Gegenteil. Durch den Entzug von Wasser, Feuchtigkeit wird der Geschmack ja sogar noch intensiviert. Und dann zeige ich euch den nächsten Schritt. So, mein Kabel reicht nicht weiter. Das hier ist mein Rote Beete Pulver. Und wenn ich das in Wasser auflöse oder einen Löffel in den Smoothie mache, dann habe ich eine richtig tolle intensive Rotfärbung. Und wie gesagt, Spätzle, Knöpfle, Ravioli, Nudelteig, kann ich alles damit färben, ohne dass es Probleme macht. Und wenn man sich das mal anguckt, dann machen wir eine Fuhre zusammen. Gucken wir mal, wie viel wir reinkriegen. Ein bisschen geht noch. Die nächsten sind ja schon dann im Dörrautomaten. So. Und dann heißt es einfach nur mahlen. So, dann gucken wir mal, ob schon ausreicht. Sieht gut aus.
So, jetzt ist natürlich wichtig, beim Mahle entsteht ja auch immer Wärme. So, wenn ich das jetzt sofort abfüllen würde, dann habe ich wieder ein Problem, dass ich Feuchtigkeit habe. Wärme unter Luftabschluss, Kondenswasser. Deswegen mache ich das immer erst jetzt nochmal auf den Teller und lasse es richtig abkühlen, bevor es dann ins Glas kommt. Aber auch erst alles rausholen, weil das ist ja wertvoll. Das müssen wir ja nicht weghauen. So. Okay. Ja, ein bisschen auseinander machen. Und das darf jetzt erstmal eine Viertelstunde, 20 Minuten hier so abkühlen, bevor ich das dann ins Glas tue. Und wie gesagt, damit eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten. Wenn ich auch eine Suppe damit kochen möchte, auf Basis von Kartoffeln, ein bisschen Lauch, ein bisschen Karotte und dann einfach 2-3 Esslöffel von dem Pulver mit rein, dann kann ich eine wunderbare rote Beete-Suppe auch machen. Einfach nur mit dem Pulver. Wenn ich noch ein paar Stücke drin haben will, nehme ich mir was von der getrockneten und rehydriere die und lasse die in der Suppe auch noch mitkochen. Also das ist eine richtig tolle Sache. Zum einen habe ich den Farbstoff und zum anderen auch das Gemüse, wenn ich will. So, die rote Beete haben jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde gekocht. Ich habe sie jetzt abgegossen, kurz mit Kaltwasser abgeschreckt. Dann schneide ich hier unten und hier oben einmal kurz ab und dann kann man die wunderbar einfach durch Drückbewegung aus der Schale befreien. Wir haben sie ja süß-sauer eingeweckt im letzten Jahr. Rote Beete kann man einkochen. Durch dieses süß- bzw. saure Milieu können die Keime nicht wachsen. Das ist der Unterschied, warum man es mit Salzwasser nicht machen kann. Mit Salzwasser braucht man, wie gesagt, höhere Temperaturen, die wir im Privathaushalt so nicht erreichen können. Und deswegen bleibt hier nur die Möglichkeit, wenn man sie nicht süß-sauer haben will, dann tatsächlich nur dörren oder einfrieren. Weil wenn man sich die Arbeit macht und am Ende die ganzen Gläser aufgehen, weil die Keime bei den Temperaturen im Einkochtopf nicht getötet werden können, ist es schade um die Ware und um die Arbeit. Deswegen dann lieber auf diese Weise konservieren. Und das mache ich auch nur mit dem Überschuss. Ihr habt ja gesehen, im Beet habe ich die kleinen noch drin gelassen. Das ziehe ich mir jetzt immer noch nach und nach und verarbeite die natürlich frisch in der Küche, wenn wir sie essen wollen, solange der Garten sie noch hergibt. Und sollte ich noch welche im Beet haben, wenn es frostig wird, dann hole ich die raus und würde die dann auch noch mal dörren bzw. einfrieren. Jetzt schneide ich mir hier erst ein bisschen was für meinen Salat. Und aus den Scheibchen mache ich mir dann Stäbchen. Egal, ob ihr Stäbchen, Würfel oder auch die Scheiben nehmt, das ist ja egal. Ich liebe den Salat. Wir machen es immer in Stäbchen. Von daher könnt ihr aber selber gestalten, wie ihr wollt. Ich liebe diesen erdig-süßen Duft der rote Beete. Das ist total klasse. Im Übrigen einen Trick, wenn ihr die Handschuhe nicht auskriegt oder sie nochmal verwenden wollt. Ich will ja gleich noch die anderen schneiden und ich möchte nicht jedes Mal wieder, und die gehen so schwer aus. Guckt mal hier, einfach aufziehen, einmal aufpusten und die Hand geht raus und ich kann das Ding gleich noch einmal anziehen und muss nicht schon wieder ein neues Paar nehmen. Müllvermeidung. So, wir haben hier die rote Beete. Einen großzügigen Esslöffel gehackte Petersilie, 1-2 Zehen Knoblauch, ich mache nur eine rein, so ein bisschen Pfeffer, ordentlich Salz, rote Beete verträgt das. Dann habe ich hier meinen Johannisbeeressig, das Erdige und das Fruchtige, egal ob Johannisbeer oder Apfelessig, aber eine fruchtige Komponente als Essig bitte dazu. Wer den Johannisbeeressig noch nicht kennt, den verlinken wir euch auch oben. Davon einen ordentlichen Schluck dran. Auf eine Prise Zucker verzichte ich, weil den Johannisbeeressig habe ich ja mit Balsamico angesetzt und Balsamico enthält ja Zucker. Außerdem hat die rote Rübe ja auch Zucker. Von daher kommt hier kein zusätzlicher dran. Und einfach ein großzügiger Schuss Olivenöl.
Und dann heißt es nur noch umrühren. Und den Salat mache ich am liebsten einen Tag vorher, dass der richtig schön durchziehen kann. Und das Geniale daran, der hält im Kühlschrank 3, 4, 5 Tage, wenn er ordentlich eingepackt ist. Und so zum Grillen oder auch so zum Abendessen lieben wir diesen Knobi-Rote-Bete-Salat. Und das ist schnell gemacht, auch im Winter, wenn es keinen Salat mehr im Garten gibt. Neben den Konserven, die wir schon hergestellt haben, ist dieser frische Rote-Bete-Salat dann auch aus den gefrorenen Rote-Bete sau lecker. Den lasse ich jetzt noch durchziehen und mache jetzt hier weiter. Ich schneide diese Rote-Bete genauso in Streifen, schon fix und fertig. Mache die dann auf eine Platte mit Backpapier drauf, schön einzeln auseinander. Stell das Ding in den Tiefkühler und wenn es durchgefroren ist, kann ich die runter in eine Dose oder in einen Beutel. Hat den Vorteil, ich kann mir immer genau so viel rausholen, wie ich brauche. Ja, egal, ob ich eine Suppe damit kochen will, wenn ich nicht die gedörrten mache oder für Salat. Ich nehme mir immer genau die Portion. Ich gehe dann mit einer Schüssel in den Keller und hole mir aus dem Beutel oder aus der Dose genau das raus, was ich brauche. Lass es auftauen und kann den Salat jederzeit frisch ansetzen. Ja, wenn ich die geschnippelt habe, zeige ich euch, wie das auf der Platte aussieht. So, alles geschnippelt in meine Stäbchenform, die ich für Salat bevorzuge. Und hier jetzt auf der Platte, wenn es abgekühlt ist, kommt es in den Froster. Und ja, so 2 Stunden später sind die gefroren und dann kommen sie in eine Dose. Und eine zweite Platte mache ich jetzt noch. Und dann habe ich zumindest schon mal einen Teil für 2-3 Mal Rote-Bete-Salat für uns. Und sollte ich die anderen Knollen noch ernten müssen vorm Frost, wird das definitiv dann genauso gehandhabt. Ja, das heißt, wir haben Rote-Bete-Pulver hergestellt. Die gedörrten habe ich jetzt nicht mehr, die haben wir ja hier schon vermahlen. Wir frieren einen Teil ein und auch gleich ein Rezept, wie man das Ganze machen kann als Salat auf südfranzösische Art. Zumindest habe ich es da so kennengelernt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Kommentar, einen Daumen hoch oder ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!